Hat er jetzt gespeichert? Ja. So. Hallo. Wupp. Was? Schreckt mich doch nicht so. Licht. Schalter. Er funktioniert nicht mehr. Was? 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 Was ist das denn? Hallo. Ja? Was war das? Und ich sollte diese Lampe anzünden. Solltest du das? Wieso jetzt auf einmal? Eine Brille. Okay. Nochmal. Okay. C-T-O. Ich schreibe wieder auf. C. Ups. C-T-O. Ha. Da könnten wir jetzt natürlich den ganzen Kram eingeben. Falls wir nicht noch irgendwas finden. Aktuell macht es keinen Sinn, wenn man das einfach so aneinander reiht. Also vielleicht muss man die Buchstaben irgendwie anders kombinieren. Schauen wir nochmal. Guten... Es ist wahrscheinlich seine Rede, denke ich mal. Für den Kongress. Guten Morgen, werte Kollegen. Ich bin kein Mann vieler Worte, daher werde ich versuchen, meine Dankbarkeit so knapp wie möglich zum Ausdruck zu bringen. Ich freue mich, auf diesem Kongress anwesend zu sein und möchte all meinen Kollegen danken, die es mir ermöglicht haben, heute hier sein zu können. Es bedeutet mir viel, zum Vorsitzenden dieses Kongresses gewählt worden zu sein. Es ist wahrlich eine Ehre. Ich habe viel ertragen, um hier zu sein und der zu werden, der ich heute bin. Nicht nur die Wissenschaft hat mich hierher gebracht, meine Erfahrungen haben mich geformt, als Doktor und als Mensch. Der andere Zettel. Lebenserfahrung ist alles. Am Ende ist es das, was uns ausmacht. Meine Erfahrungen sagen mir, dass Wissenschaft und Gesellschaft ein starkes Band verbindet. Unzerstörbar. Wir als Humanisten haben die Pflicht, Wissenschaft und Technologie für die Verbesserung des menschlichen Daseins zu nutzen. Wir sollten Instrumente... Sie sollten Instrumente sein, die soziale Zwecke erfüllen und keine Instrumente... Was ist denn heute los? Sie sollten Instrumente sein, die soziale Zwecke erfüllen und keine Instrumente, die uns verwirren. Nicht so wie das, was ich hier gerade mache. Wissenschaft muss sozialen Praktiken und kultureller Entwicklung nützlich sein. Und diese wiederum müssen dasselbe für die Wissenschaft tun. Okay. Das ist ein interessanter Ansatz. Da ist noch was. Oh, Irene ist nicht tot. Oder Irene. Das heißt, er kannte sie. Sie war ja, glaube ich, Soziologin. Und wenn er sagt, dass das alles ineinander spielt, hat er vielleicht mit ihr zusammengearbeitet? Aber wo ist sie, wenn sie nicht tot ist? Ah, Feuerzeug, Benzin. Dann können wir die anzünden, die Lampe. Und nichts. Und hier ein Zettel, den wir nicht benutzen können. Ach ey. Ach, wir können entweder schnell drehen oder langsam. Das finde ich ja mal ganz angenehm. Aber wir wissen ja noch nicht. Huch! Okay. Wir wissen ja noch nicht, wohin. Deswegen gucken wir gerade erstmal wegen dem Feuerzeug. Kombinieren. Wo haben wir das da? Und das benutzen wir jetzt mit der Lampe. Können wir die jetzt mitnehmen? Nee, die ist jetzt einfach nur hier an. Oder auch nicht. An, aus, an, aus. Das finde ich auch sehr gut hier.
Okay. Nur autorisiertes Personal. Wichtig. Stellen Sie sicher, dass Sie die exakte Zeit Ihres Logins erinnern. Wo sind wir? Und wir haben immer noch dieselbe Uhrzeit. Oh, was ist das? Ah. Ich glaube, ja, das sind die Symbole aus dem Bad, oder? Ah, guck mal. Die können wir auch anmachen. Ne, nicht das. Kryptex. Okay. Ganz trockenen Hals hier vom vielen Reden. Eieiei. Nun gut, dann hier. Was ist das? Achso, nur Geflimmer. Hier ist nichts sonst. Scheinbar nicht. Ich sehe nichts, aber hier ist noch ein bisschen was. Es ist eine... Es sieht nicht wirklich aus wie eine Leiter. Eher wie so Deko oder sowas. Und es regnet immer noch. Und da draußen ist was. Was ist das? Oder spiegelt sich nur? Nee, es kann sich ja gar nicht spiegeln. Es sieht aus wie eine riesige Laterne da draußen. Wie die da steht. Kann natürlich auch sein, dass einfach so Grafik hier nicht ganz richtig ist. Auch Beleuchtungselemente draußen. Achso, können wir das... Sollen wir das einpacken? Ja. Und ich würde sagen... Wir speichern nochmal und dann gucken wir nochmal, ob wir da reingehen können. Was für eine Uhrzeit haben wir? 4.23 Uhr, oder? Wir sollen uns die genaue Uhrzeit merken, bei der wir uns einloggen. 4.23 Uhr. Na, so. Und dann schauen wir uns das jetzt mal an, was das ist. Yep. Geh auf. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. New World. Room Supervisor. Ach. Ah, mit dem haben wir telefoniert vorhin. Oh, war ja ganz nett, ne? Was haben wir da? Seine Keycard. Die nehmen wir natürlich mit. Anweisungen in der Anweisungen in der... Globuli. Anweisungen der Aufsicht. An Zimmeraufsicht 1313, deren momentaner Einsatzort die Aufsichtsanlage 297 ist. Das ist unser Zimmer, glaube ich. Bereiten Sie das Zimmer für die Zielperson vor, bevor sie am gewählten Datum aufwacht. Sie finden einen Orientierungsfilm mit weiteren Anweisungen. Das haben wir das vorhin schon mal gelesen? Ist ein bisschen anders, der Text, ne? Bleiben Sie in Ihrer Aufsichtsanlage, während die Zielperson Fortschritte macht. Notieren Sie all Ihre Handlungen. Für den Fall, dass etwas Ungewöhnliches vorfallen sollte, steht Ihnen ein Bereich für Zwischenfälle zur Verfügung. Wenn Sie alles unter Kontrolle haben, schreiben Sie eine falsche Pressemitteilung über das Verschwinden der Zielperson. Ah, okay. Um Ihre Daten aus den Aufzeichnungen zu entfernen. Sobald Sie fertig sind, sammeln Sie Ihre Dokumente und lassen Sie diese im Container außerhalb des Aufsichtsareals A. Qualitätsaufseher H 028. Also lassen wir uns mal auf dieses Szenario ein und behaupten mal, dass
das hier so echt ist quasi, dann könnte es ja sein, dass seine Kollegin, die andere Forscherin, auch in so einer Aufsichtsanlage war. Und er scheint ja sowieso Probleme zu haben. Ist ja auch alles so hergerichtet, dass er denkt, dass er auf einem Kongress ist. Und in Wirklichkeit wird er beobachtet. Aber wieso ist es dann so einfach für ihn gewesen, all die Hinweise hier drauf zu finden? Also falls es denn echt ist, ne? Also man weiß ja noch nicht so recht. Aufsichtsabteilung 503, Zwischenfälle. Zwischenfall 1. Die Zielperson fand ein von der Aufsicht klassifiziertes Dokument. Ja eben. In welchem ein Telefoncode erwähnt wurde, den wir angerufen haben. Er wählte die Nummer, der Notfallstatus wurde aktiviert und ihm wurden neue Amidal-Tabletten zur Verfügung gestellt. Er nahm die Tabletten ein und erlitt eine Überdosis. Er wurde ohnmächtig. Nach einigen Minuten wachte er auf und nahm das Dahedron. Anscheinend hatte er sie davor nicht bemerkt. Alles ist wieder normal. Okay. Das ist interessant. Was haben wir hier? Verfolgung der Zielpersonen. Gewähltes Datum des Verfahrens. Aufgewacht um 4.23 Uhr, haben wir ja immer noch. Öffnete ordnungsgemäß die Werkzeugkiste und fand den Knauf. Öffnete die Badezimmertür. Erster Zusammenbruch wegen Tabletten. Nahm ordnungsgemäß seine Dosis Amidal ein. Fand den Hebel und verwendete ihn. Ging ins Wohnzimmer. Aktivierte ordnungsgemäß die Stromversorgung. Licht an. Vervollständigte ordnungsgemäß den Drehschlüssel, also wollten die das alles. Zwischenfall 1. Wählte die Nummer und aktivierte den Projektor. Wieso sollte er das, also das sollte er nicht tun. Das waren ja Instruktionen, die eigentlich für die Leute waren anscheinend, die das Zimmer herrichten sollten. Vervollständigte ordnungsgemäß das Dahedron. Ach, ist das, das ist diese Sphäre. Gab Dystopia ein oder Dystopia und fand die Musikkurbel, vervollständigte ordnungsgemäß das Sicherheitsfeld, öffnete die letzte Tür, schaltete das. Toll. Ich freue mich. Ist eigentlich ganz cool gemacht, muss ich sagen. Ich weiß noch nicht, worauf es hinausläuft. Turn the radio off oder so. Ich finde es echt nicht schlecht. Bin mir noch nicht so ganz sicher, wie es dann am Ende wird. Was ist das? Sieht aus wie eine Mikrowelle. Oh, wir können einfach überall draufklicken. Und es passiert nichts. Können wir mit dem Ausweis... Steht da ein Name? Nee. WeScience, da ist wieder das Logo. Supervisor für seinen Raum. Kann man auch nicht dafür verwenden. Und hier stehen auch wieder... Können wir die... Die können wir auch nicht anklicken, vielleicht von der anderen Seite. Ah ja, Amidal. Die gehören nicht mir, ich sollte sie nicht nehmen. Naja. Das brauche ich jetzt nicht, ich steck's trotzdem mal ein. Schaltete das. Das müssen wir noch machen. Also wir müssen noch auf der Schreibmaschine schreiben, wir müssen noch das hier machen und das Rätsel im Badezimmer. Wir brauchen auf jeden Fall noch Koordinaten. Die haben wir noch nicht. Und wir haben das Kryptex. Macht es denn Sinn, diese Sachen einfach so einzugeben? Oh, hier fehlt sowieso eine Taste, sehe ich gerade. Macht natürlich jetzt... ja.
Bengtöfer. Ja. Komme ich gerade nicht drauf. Ach, löschen können wir auch. Schön. Machen wir gerade nochmal zu. Ach doch, ist eine Leiter fürs Bücherregal. Wir gehen jetzt nochmal im Badezimmer gucken, ob wir das da irgendwie einsetzen können. Ja, so. Ich mache das hier die ganze Zeit aus und am Ende kommt was voll Wichtiges. Wo haben wir das denn? Da ist das Kryptex. Können wir denn so schon was damit anfangen? Ah je. Ich vergleiche das gerade so ein bisschen. Ist es denn überhaupt richtig rum? Moment. Können wir. Sah aber richtig rum aus, ne? Von den Zeichen her war das. Oh je, ich mach's kaputt. Können wir das einfach vielleicht damit benutzen? Nein? Nicht? Also wenn man das jetzt, wenn man dem jetzt so folgen würde, was da drauf steht, haben wir ja da oben links die beiden Symbole. Die sehen ja so aus wie das. Und dann hätten wir oben links und ganz rechts. Aber was sollen wir dann da für ein Symbol eingeben? Falls es denn überhaupt dafür gedacht ist. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Das sage ich sehr oft. Dann haben wir die zweite Reihe. Da haben wir dieses komische T-Ding da. Das ist das zweite von rechts. Dann haben wir da dieses geschwungene. Das Einzige, was nicht hier drauf ist. Ach doch, das ist zweimal doch da. Emmentaler. Ich habe immer noch Hunger. Wir haben das. Und dann haben wir dieses Dreieck. Nochmal vom Anfang. Dann haben wir wieder dieses. Ach, herrje. Okay. Ja. Fraglich, ob das irgendwas bringt und was wir dann da einstellen sollen, weil das sind ja ganz viele Symbole. Ob wir da überall ein Plus machen sollen oder Minus oder Viereck oder was man da alles auswählen konnte. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ich nehme wieder mein Zettelchen. Und zwar haben wir. Ich male das mir gerade mal so richtig künstlerisch auf. Wir haben eins, zwei. Sind die überhaupt? Doch, ja. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Und da haben wir auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5. So. Und dann haben wir quasi das hier. Da. Dann haben wir, das ist das, wo ist das denn? Ganz hinten. Dann haben wir bei diesem C, haben wir dieses abgeeckte, das ist das zweite von hinten. Dann haben wir bei diesem Pflanzending, ich assoziiere das immer mit so Bildern, da haben wir wieder ganz vorne. Und das zweite von hinten. Und dann haben wir nochmal ganz unten das Symbol, das links, das zweite von unten, das fehlt, ne? Das ist hier nicht drauf, glaube ich. Da haben wir dieses V. Das ist das dritte.
Keine Ahnung. Wir probieren das einfach. So, wir machen jetzt, wir drücken jetzt mal hier. Ach, das bewegt sich ja natürlich alles gleichzeitig, wenn wir jetzt hier irgendwas drücken. Herrlich. Ja, siehst du, das hier können wir jetzt gar nicht mehr bewegen. Und das hier auch nicht. Und als nächstes müssen wir theoretisch, also das hier muss ich auch bewegen. Geht leider nicht. Aber wie kriegen wir das hin, dass es wiederkommt? Gott. Müssen wir auch die Reihenfolge davon beachten. Das finde ich jetzt extrem schwierig. Vielleicht ist es auch total einfach. So, ich muss gestehen, ich musste dann doch mal nachgucken, wie man das macht. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Es hat was mit den Symbolen auf diesem Kryptex zu tun und ist schon so koordinatenmäßig aufgebaut, aber es ist so ganz anders als das, was ich versucht habe vorher. Und mir hat sich das nicht so ganz erschlossen, deswegen musste ich jetzt doch mal nachgucken, bevor ich jetzt noch ewig hier dran hänge. Und was bekommen wir? Die fehlende Taste der Schreibmaschine. Toll. Nee, sowas mag ich irgendwie überhaupt nicht, wenn ich so richtig, richtig lange an irgendwas hänge. Gerade im Let's Play ist natürlich schlecht. Wie gesagt, wir haben jetzt die Taste. Und jetzt können wir endlich weitermachen, nachdem ich hier echt, ich glaube, ich habe eine halbe Stunde rumprobiert. Und dann geguckt. Da bin ich auch irgendwie ungeduldig. So. Dieses Blatt, wie strack das hier so drin steht. So, nehmen wir das mal und packen das mal da drauf. Das war's. Und nun können wir jetzt... Was sollen wir jetzt eigentlich schreiben? Weil ein R kam jetzt nicht in diesen Buchstaben vor, die wir bisher gesammelt haben. Vielleicht hat sich jetzt auf dem Beobachtungszettel wird sich jetzt nichts verändert haben, oder? Der Beobachtungsmensch ist ja weg, falls da jemals einer saß. Wir können ja trotzdem noch mal gucken gehen. Ich gehe gerade noch mal hin. Ah, die Musik ist wieder an. Oder hatten wir die ausgemacht? Ich weiß es gar nicht. Na, steht immer noch nichts. Ja, das brauche ich jetzt nicht, steht da. Ja. Da steht drauf, work hard. Okay.
Was sollen wir eingeben? Und was ist das hier? Die kleine Mikrowelle. Oder ein Beobachtungsbildschirm wahrscheinlich. Sieht aus wie ein Fernseher. Ich denke mal, vielleicht für eine Kamerasteuerung. Weitergehen können wir nicht. Ist ja auch blöd, ne? Hier so ein Schreibtisch mit dem Rücken zur Tür. Voll unbequem. Ach, und was ist der langsam? Was tippen wir da ein? Und was ist mit den Koordinaten? Die hatten ja vorhin die ganze Zeit Belgrad und sowas. Da ist Bagdad. Volograd. Aber es muss ja nicht das sein. Es kann ja theoretisch alles Mögliche sein. Ist auch interessant, was für Städte da angezeichnet sind. Nee, ich weiß nicht so genau, was wir eingeben sollen. Achso, ja, das hatten wir schon. Boah, ich klebe hier fast mit der Nase am Mikrofon. Nehme jetzt auch schon ein bisschen auf. Bin nicht mehr ganz so aufnahmefähig, merke ich gerade. Weil ich das ja alles im Stück aufnehme. Was geben wir ein? Es muss ein zusammenhängendes Wort sein, da wir keine Leertaste haben. Tolle Schreibmaschine. Aber was für ein Wort. Es muss ein Wort sein, für das wir ein R brauchen.